Sie mich fragen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Heute zum Thema: Mit Bremerhaven fing alles an. Ansichten eines Deutschen zu Kaliningrad. Einer meiner Zuschauer und Leser machte mich auf einen RT-Artikel aufmerksam, dessen Autor Dr. Rolf Gefgen ist. Er bereiste Kaliningrad im Rahmen einer Forschungsreise und hatte Eindrücke und Erkenntnisse. Diese teilte er seinen Lesern bei RT Deutsch mit. Ein durchaus interessanter Beitrag, der allerdings ein paar kleinerer Korrekturen bedarf. Der Beitrag von Dr. Gefgen titelt Der lange Weg zur Identität – eine Reise von Bremerhaven nach Kaliningrad. Dr. Gefgen, so habe ich es verstanden, interessiert sich für die Gewerkschaftsarbeit in Kaliningrad und seine Informationen verpackte er in einer Vielzahl von Eindrücken, die er sonst noch so bei seinem Aufenthalt in Kaliningrad gesammelt hatte. Insgesamt, so mein Empfinden, hat der Beitrag einen positiven sachlichen Grundton und unterscheidet sich sehr angenehm von vielen anderen Informationen deutscher Autoren über Kaliningrad. Trotzdem haben sich einige Dinge eingeschlichen, Kleinigkeiten natürlich, die ich so nicht unkommentiert stehen lassen möchte. Dr. Gefgen informiert über die Schwierigkeiten der Anreise und meint, dass die gekappte Zugverbindung Berlin-Kaliningrad eine Folge der Sanktionen aus dem Jahre 2014 ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Die Zugverbindung war niemals stabil und war eigentlich auch niemals wirklich rentabel. Bei Fahrzeiten von über 17 Stunden für 650 Kilometer braucht eine solche Verbindung höchstens ein nostalgischer Königsberger Eisenbahn-Fan. Bedauernswert ist es für die Kaliningrader wie auch für die Deutschen, dass es keine direkte Flugverbindung irgendwohin von und nach Deutschland gibt. Aber es gibt Alternativen über polnische Airports. Und Dr. Gefgen spricht vom Kaliningrader Nahverkehr, der nach seiner Beobachtung von vielen Trolleybussen dominiert wird. Dem ist nicht so. Wir haben Trolleybusse, aber die spielen im Gesamtsystem des Nahverkehrs erst die dritte Geige, nach den Linienbussen und den sogenannten Marschrutkas und vor der einzig noch verbliebenen Straßenbahnlinie Nummer 5. Und Herr Gefgen spricht davon, dass der frühere Nordbahnhof nicht mehr existiert. Doch, er existiert. Sowohl als Gebäude, welches heute anders genutzt wird, wie auch als Eisenbahnstation. Der Nordbahnhof ist für Kaliningrad mindestens so wichtig, wenn nicht gar wichtiger, als der Südbahnhof, also der ehemalige Hauptbahnhof. Über diesen Bahnhof wickeln sich alle Zugverbindungen Richtung Ostseeküste ab. Nun, hinter mir das Gebäude des Nordbahnhofes im heutigen Kaliningrad, welches jetzt als Businesszentrum genutzt wird. Und hinter dem Gebäude dann die Station des Nordbahnhofes. Ja, und das ist das Gebäude des Nordbahnhofes, so wie er heute genutzt wird, für die Züge, die Richtung Küste fahren. Und er berichtet über zahlreiche Militärs, mehr als Polizei, welche er in Kaliningrad gesehen hat. Da hat Herr Dr. Gefgen eine andere Wahrnehmung als ich, der ich fast täglich in der Stadt bin, um Milieustudien zu betreiben. Wobei ich zugeben muss, dass man die Uniformen von Polizei, Rossgarde, Zoll, Hygienekommission, Gerichtsvollzieher und Militär wirklich nur schwer unterscheiden kann.
In einem weiteren Absatz informiert Herr Dr. Gefgen, dass das Gebiet jetzt im Vergleich zu Zeiten vor 1992 weitgehend jedermann zugänglich ist. Darunter auch die sogenannte frische Nehrung, also das heutige Baltiskaja Kassa. Und das stimmt eben nicht. Dieses Gebiet ist Sonderzone und bedarf für Ausländer einer besonderen Genehmigung durch den russischen Sicherheitsdienst FSB. Fähre hin, Fähre her, Herr Dr. Gefgen. Für Ausländer tabu. In einem weiteren Absatz spricht Herr Dr. Gefgen von der wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes, der Sonderwirtschaftszone Kaliningrad, und von 340 deutschen Unternehmen, die sich in Kaliningrad angesiedelt haben. Leider einer der Standardfehler, den viele Journalisten und sonstige Kaliningrad-Autoren machen. Sie übernehmen irgendwelche Zahlen aus irgendwelchen Statistiken oder anderen Veröffentlichungen unkritisch und ungeprüft. Ich behaupte, von diesen 340 deutschen Firmen sind mindestens die Hälfte sogenannte Schläfer- oder Konservenfirmen. Also fiktive Firmen, wenn nicht diese Zahl generell verkehrt ist. Zumindest veraltet ist. Gerade jetzt beobachte ich im Rahmen anderer Nachdenklichkeiten meinerseits, wie Deutsche, in Klammern Mehrzahl, massenhaft Firmen gründen. Deutsche, deren Hintergrund und biografische Vergangenheit nach meinen bisherigen Informationen kriminellen, revanchistischen, abenteuerlichen, betrügerischen Charakter hat. Wenn es denn wirklich 340 deutsche Firmen geben würde, oder doch zumindest die Hälfte, oder vielleicht nur ein Drittel, dann hätte doch die Vertretung der Hamburger Handelskammer in Kaliningrad wegen angeblichen Geldmangels nicht Ende 2019 schließen müssen. Wenn es denn wirklich 340 real existierende und arbeitende deutsche Firmen in Kaliningrad geben würde, dann würde dieses Gebäude, diese Einrichtung nicht zur Vermietung stehen. Die ehemalige Vertretung der Hamburger Handelskammer in Kaliningrad. Sehr informativ, weil wirklich etwas Neues für mich, war die Erinnerung von Dr. Gefgen, die er wachgerufen hat, wie alles mit Kaliningrad und Deutschland im Jahre 1990 begann. Ich zitiere: 1990 kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen der Lloyd-Werft in Bremerhaven, dem fischverarbeitenden Unternehmen Flamingofisch und der Reftransflot Kaliningrad. Ein russisches Fabrikfangschiff wurde umgebaut und die Kosten wurden in Fisch bezahlt. Aus dieser ungewöhnlichen Kooperation und weiteren Wirtschaftsprojekten erwuchs schließlich die Städtepartnerschaft zwischen Kaliningrad und Bremerhaven, die am 24. April 1992 offiziell geschlossen wurde. Ich bin seit 1995 in Kaliningrad und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Office unserer Firma befand sich das Gästehaus Bremerhaven. Lange hatte ich keine Erklärung für dieses schöne Haus in einer schönen Grünanlage mit einer derartigen Bezeichnung. Nun bin ich etwas schlauer. Danke, Dr. Gefgen, für diese Erinnerung. Hier hinter mir das Gästehaus Bremerhaven, welches Anfang der 90er Jahre in Kaliningrad gebaut wurde. Im Weiteren kommt Dr. Gefgen natürlich nicht um die Erwähnung der Identität herum. Viele versuchen sich in dieser Thematik in den letzten Jahren und immer wieder haben diese Diskussionen so einen separatistischen, manchmal auch diskreditierenden Beigeschmack. Insbesondere, wenn man den Namensgeber der Stadt, den Genossen Kalinin, als sowjetischen Massenmörder bezeichnet. Herr Dr. Gefgen hat dies nicht getan. Er hat sich maximal neutral geäußert.
Ich aber finde, dass Deutsche überhaupt kein Recht haben, sich über Massenmörder anderer Länder zu äußern. Und Deutsche haben auch kein Recht, die Umbenennung einer russischen Stadt zu fordern. Wer dies tut, mischt sich in innere Angelegenheiten eines anderen Landes ein und das hat zumindest im diplomatischen Bereich meist Folgen. Herr Dr. Gefgen erwähnt dann auch die Geschichte der Königsberger Börse im Zusammenhang mit dem maritimen Charakter der Stadt. Um diesen maritimen Charakter der Stadt zu unterstreichen, so informiert er, wurde dieses Gebäude noch zu sowjetischen Zeiten zum Kulturpalast der Seeleute umfunktioniert. Das ist richtig, aber längst Geschichte. Denn das Gebäude war danach lange Zeit Haus der Jugend oder Zentrum der Jugend und ist heute Museum für bildende Kunst. Hinter mir das Gebäude der ehemaligen Königsberger Börse, welches nach 1946 zum Haus der Seeleute wurde, dann zum Haus der Jugend und heute ist es Museum für bildende Kunst, welches in den nächsten 2 Jahren vollständig renoviert wird und in den baulichen Zustand von vor 1945 zurückversetzt wird. Weiter informiert Dr. Gefgen, dass eine eindeutige Mehrheit in der Stadtduma durch die Partei des Präsidenten Putin, Einiges Russland und die Kommunistische Partei Russlands besteht. Schade, dass Dr. Gefgen sich im parteipolitischen Leben der Russischen Föderation nicht so richtig auskennt. Beginnen wir damit, dass es gegenwärtig in Russland 3 kommunistische Parteien gibt. Erstens die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, zweitens die Kommunistische Partei für soziale Gerechtigkeit und drittens die Kommunistische Partei der Kommunisten Russlands. Gehen wir also davon aus, dass Dr. Gefgen die Kommunistische Partei der Russischen Föderation meint, denn die von ihm genannte Kommunistische Partei Russlands, die angeblich im Kaliningrader Stadtparlament gemeinsam mit der Putin-Partei die beherrschende Mehrheit hat, gibt es nicht. Und er spricht von der Partei Einiges Russland, von Putins Partei. Auch eine der Stereotypen, die immer wieder Autoren, die über Russland mehr oder weniger bösartig berichten, voneinander abschreiben. Putin ist weder Gründer der Partei, noch Parteivorsitzender, noch hat er irgendeine Funktion in dieser Partei. Tja, er ist ja noch nicht mal Mitglied in dieser Partei. Man sollte also besser formulieren, Duma-Mehrheitspartei. Das wäre rein sachlich korrekt. Allerdings wäre es für die Leser seines Beitrages bei RT Deutsch noch interessant gewesen zu erfahren, dass das Kaliningrader Stadtparlament nicht 2 Parteien, sondern 5 Parteien hat. Und der Anteil der Liberaldemokraten an den Gesamtstimmen unterscheidet sich nur ganz wenig von denen der Kommunisten. Und die beiden anderen Parteien, Patrioten Russlands und Gerechtes Russland, bringen es auch gemeinsam auf rund 13%. Aber das Wichtigste, über das Dr. Gefgen spricht, sind die eingeschlafenen Städtepartnerschaften mit Bremerhaven, Kiel und Rostock. Ich gebe ihm da recht und erweitere, nicht nur diese Städtepartnerschaften sind eingeschlafen. Man hört und sieht nichts von den anderen Städtepartnerschaften, die Kaliningrad mit deutschen Städten hat. Und Herr Dr. Gefgen konstatiert, ich zitiere, wirtschaftliche Beziehungen im Ostseeraum nach Deutschland, Polen und Litauen könnten im Interesse der Menschen dem Kaliningrader Gebiet neue Impulse geben und auch zu einer Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage führen. Einmal ganz davon abgesehen von der Verbesserung menschlicher Kontakte durch den Ausbau kultureller Beziehungen. Es erscheint höchste Zeit, solche Kontakte herzustellen.
Der Verfasser erfuhr in seinen Gesprächen vor Ort, dass die russische Seite hierzu jederzeit bereit ist. Ich selbst habe sowieso eine kritische Einstellung zu den Städtepartnerschaften und bezeichne die Aktivitäten der deutschen und russischen Politiker im Rahmen dieser Partnerschaften als Polittourismus zulasten der jeweiligen Steuerzahler. Aber es gibt ja nicht nur die von Dr. Gefgen angesprochenen schlafenden Städtepartnerschaften, sondern auch Freundschaftsgesellschaften. Und da kommt mir die Frage in den Sinn, was macht denn eigentlich die Freundschaftsgesellschaft Kaliningrad-Thüringen, die im April 2014, wenn ich mich nicht irre, durch deutsche Regionalpolitikerinnen ins Leben gerufen wurde. Ich habe keine Ahnung. Man liest nichts, man hört nichts, man sieht nichts und auf Fragen, die man stellt, bekommt man keine Antworten. Somit wird es Zeit, sich auch mit diesem Thema und vor allem mit den Tätigkeiten deutscher Regionalpolitikerinnen in Kaliningrad zu beschäftigen. In einem Ausblick stellt Dr. Gefgen optimistisch fest, die Kaliningrader Menschen zeichnen sich durch eine besonders herzliche Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft aus. Deutsche und Russen haben sich viel zu sagen. Und sie müssen miteinander reden. Einen neuen Kalten Krieg kann niemand wollen. Am allerwenigsten die Kaliningrader und die Königsberger. Dringend angesagt ist die Reaktivierung der Städtepartnerschaften mit Bremerhaven, Rostock und Kiel. Für diese Worte möchte ich mich bei Dr. Gefgen bedanken. Danke. Und tschüss und Baka. Aus Kaliningrad. Ihnen hat der Beitrag gefallen? Dann klicken Sie. Gefällt mir. Sie wollen weitere Informationen aus Russland und der russischen Region Kaliningrad? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. Sie wollen sofort informiert werden, wenn es etwas Neues auf meinem Kanal gibt? Dann schlagen Sie die Glocke. Und zum Schluss noch eine Bitte. Wenn Sie kommentieren wollen, dann bitte kulturvoll. Jeder Beitrag wird von mir moderiert.